Der Karl-Auer Systeme Verlag präsentiert die Deutsche Autobahn-Universität mit der Vorlesung von Niklas Luhmann im Wintersemester 1992-93 mit der Thematik Theorie der Gesellschaft. Die Absicht dieser Vorlesung ist leicht zu formulieren, aber schwer durchzuführen. Meine Idee ist, dass man eine Theorie der modernen Gesellschaft haben müsste. Und die Vorlesung ist ein Versuch, so etwas in Gang zu setzen. Und zwar, ich denke, mit zwei verschiedenen Blickrichtungen, die kombiniert werden sollen. Das eine ist eine historische Perspektive. Wir beschreiben ja unsere Gesellschaft häufig als modern. Und das setzt ja voraus, dass sie anders ist als frühere Gesellschaften. Aber wenn man nun bloß modern und traditional oder so unterscheidet, weiß man noch lange nicht, worin denn der Unterschied liegt und was die Spezifik einer modernen Gesellschaft ist, wenn man sie mit alten Adelsgesellschaften oder mit tribalen Gesellschaften, mit Stadtkulturen der alten Welt und so etwas vergleicht. Also einerseits will ich versuchen, in der Vorlesung an verschiedenen Stellen Rückblenden auf ältere Gesellschaften einzubauen. Und zwar nicht nur auf eine strukturelle Beschreibung älterer Gesellschaften, sondern auch die Denkweise älterer Gesellschaften auf deren Strukturen zu beziehen und in dieser Form dann mit der modernen Gesellschaft zu vergleichen. Das hat auch einen Grund, der darin besteht, dass wir vermutlich in der Semantik oder in der Kultur, in der Begrifflichkeit, in den Ideen mit einem Überhang von traditionalen Konzepten zu tun haben, die wir nicht mehr so wirklich kontrollieren können, weil wir an sie gewohnt sind, etwa den Subjektbegriff oder den Begriff der Natur oder wenn von Ethik gesprochen wird heute oder von Kultur vielleicht, das ist ein relativ moderner Begriff, wie können wir eigentlich kontrollieren, ob diese Begriffe, die uns fast unbewusst prägen, noch brauchbar sind. Das könnten wir ja nur, wenn wir sie historisch lokalisieren können. Und dazu braucht man eben diesen Vergleich von traditionalen und modernen Gesellschaften. Es gibt also immer eine historische Perspektive, eine Art Abstandsbewusstsein. Und ich will das gleich am Anfang sagen, das sollte nicht als Abwertung älterer Denkformen gedacht werden, im Sinne, das ist jetzt überwunden, das haben wir nicht mehr nötig, das haben wir hinter uns, das ist primitiv oder so. Im Ganzen tendiere ich eher dazu, die Geschlossenheit der alteuropäischen Vorstellungen über die Welt, über einen religiösen Kosmos, über die Gesellschaft, über den Menschen in ihrem Zusammenhang, in ihrer Konsistenz zu bewundern und glaube, dass wir so etwas nicht oder jedenfalls einstweilen nicht wieder erreicht haben und auch uns schwer tun werden, wenn wir es wieder erreichen wollen. Also diese historische Komponente wird eine sein und das macht häufig Schwierigkeiten, weil man immer einen Vergleichspunkt im Auge haben muss. Alle Aussagen haben dann gleichsam eine historische Komponente, die nicht immer wieder erwähnt wird. Der zweite Aspekt ist der Versuch, mit sehr abstrakten Theoriegrundlagen zu arbeiten. Also Begrifflichkeiten einzuführen, die der Soziologie nicht ohne weiteres vertraut sind, die also interdisziplinäre Einzugsbereiche haben. Das läuft also grob gesagt zunächst einmal unter dem Stichwort Systemtheorie. Man könnte auch andere Begriffe nennen, aber das kommt im Laufe der Vorlesung dann zu seinem Recht. Jedenfalls ist der Zusammenhang mit dem, was Soziologen im Grundstudium als Geschichte der Soziologie nennen, was wir als Klassiker kennen, eher lose, eher gebrochen.
Und die Quellen, die gedanklichen Quellen, auch die begrifflichen Erfahrungen, wenn man das so sagen darf, kommen eigentlich eher aus Forschungen ganz unterschiedlicher Art. Also vor allem Biologie, aber auch Kybernetik oder Kommunikationstheorie, Informationstheorie. Vieles auch, was durch die Entwicklung von Computern angeregt worden ist. Begriff des Programms zum Beispiel. Und ich versuche, diesen Einzugsbereich zu kondensieren und auf Begriffe zu bringen, die sich möglicherweise für eine Theorie der modernen Gesellschaft eignen. Das, auch das macht es wieder schwierig, der Vorlesung zu folgen, denn es ist sicherlich immer wieder Literatur im Spiel, die Sie nicht kennen und die auch hier nicht ausgiebig in ihren Hintergründen erläutert werden kann. Ich habe einmal eine Vorlesung über allgemeine Theorie, allgemeine Systemtheorie angeboten, wo das etwas ausführlicher geschehen ist. Aber ich kann das hier nicht wiederholen. Diese beiden Perspektiven, also die historische und die begrifflich vergleichende, diese Abstraktionsperspektive, ergänzen sich wechselseitig. Denn mein Eindruck ist, dass man historische Materialien, wenn man sie nicht einfach nur nacherzählt in der Reihenfolge des Geschehens, wenn man nicht einfach nur deskriptiv und gleichsam quellengründlich aufarbeitet, was an Vergangenen noch erkennbar ist, dass man dann eine abstrakte Theorie braucht, die hinreichend komplex ist, um die älteren Gesellschaften in dem, was sie für sich selber waren, zu erfassen. Sodass sich Abstraktion, theoretische Abstraktion und historische Perspektive wechselseitig fordern. Und das trennt diese Vorlesung eigentlich von dem, was Historiker mit sehr viel besserer Quellenkenntnis natürlich anbieten würden, weil ich versuchen möchte, wirklich Theoriegrundlagen zu benutzen, um aus geschichtlichem Material herauszuziehen, was eventuell für einen Vergleich historischer Gesellschaften mit der modernen Gesellschaft interessant sein könnte. Das ist sozusagen der Hintergrund und die Führung des Gedankenganges. Zur Form der Darstellung. Zunächst einmal gibt es keine parallel laufende Lektüre. Es gibt also kein Buch, das ich hier sozusagen nacherzähle und in etwas verständlicherer Form Sie überzeugen möchte, dass Sie es lesen müssten. Es gibt zwar ein italienisches Buch, Teoria della Società, das sich an den im Aufbau und in manchen Einzelheiten an die Vorlesung hält, beziehungsweise umgekehrt die Vorlesung an das Buch. Aber das ist für italienischen Universitätsgebrauch gedacht und ist eigentlich nur deshalb entstanden, weil aus Spargründen meine Sekretärin plötzlich verschwand und erst nach 6 Monaten oder 9, ich weiß nicht, eine andere zur Verfügung stand und ich dann nach Italien geflohen bin, weil es dort leichter ist, solche Dinge unabhängig von der geltenden Ordnung zu organisieren. Und auf diese Weise ist also dann dieses Buch entstanden. Das wird in der Bibliothek vorhanden sein, aber es wird Ihnen wenig nützen, nehme ich an. Nur wenn zufällig jemand Italienisch kann, kann er da mal hineingucken. Außerdem muss man bedenken, dass sowohl die schriftliche als auch die mündliche Kommunikation eine sehr unangenehme Eigenschaft haben, nämlich dass man praktisch genötigt ist, an das zu denken, was gesagt oder geschrieben wird. Und das ist häufig, also gerade bei Vorlesungen oder bei Büchern, die abstrakte Theoriemittel benutzen, ermüdend und nicht ganz einfach, immer gleichzeitig mitzudenken. Eine andere Möglichkeit ist natürlich mitzuschreiben, dann spart man sich das Denken kann dann später, oder man nimmt sich vor, später nachzulesen, was dann im Allgemeinen natürlich nicht geschieht.
Die Lektüre ist manchmal noch schwieriger. Ich bekomme viel Resonanz in Bezug auf den unerträglichen Abstraktionsgrad von Büchern. Und ich will versuchen, das im Mündlichen etwas stärker aufzulockern. Trotzdem, wenn man dem Gedankengang, um den es geht, gerecht werden will, kann man eine gewisse Anforderung an das Mitüberlegen nicht ausklammern, nicht ersparen. Es ist anders als beim Fernsehen, wo man immer gleichzeitig noch die Bilder hat und nach der Art der Veranstalter, die glauben, dass man alle 2 Minuten die Einstellung des Bildes wechseln müsste, um die Leute zu unterhalten. Und dann spielt der Inhalt dann eine geringere Rolle. Aber hier in der Vorlesung ist man so zwischen Fernseh und Buch irgendwie. Und Sie können zwar zuschauen, wie ich rede, aber das wird auch auf die Dauer schnell langweilig. Ein weiteres Problem ist die Notwendigkeit einer linearen Darstellung. Es kommt also eins nach dem anderen. Wird dem Theoriemuster eigentlich nicht gerecht. Denn was mir vorschwebt, ist nicht eine Theorie, die sich vom, sagen wir mal mit Hegel, vom Unbestimmten zum Bestimmten oder sich Selbstbestimmenden entwickelt oder von axiomatischen, abstrakten Grundlagen zu konkreten Anwendungen, sondern es geht eher so um ein Netzwerk, in das man immer wieder abstraktere Begriffe oder genauer gesagt auch neue Unterscheidungen einführen muss, so das Ganze eher, wenn man es vergleichen will, wie ein Gehirn aussieht, wo bestimmte Frequenzen oder bestimmte Einflusslinien durch das Ganze laufen, andere sind stärker lokalisiert. Und die Reihenfolge einer Darstellung ist dann relativ beliebig. An sich müsste eine solche Theorie, wenn sie eine ideale Form hat, aber das lässt sich dann kommunikativ nicht realisieren, müsste eine, sagen wir mal, voll demokratische Mitbestimmungsprosa sein, wo jeder irgendwo anfangen kann und irgendwo aufhören kann und das verstehen kann, was ihm dabei eingefallen ist, ohne das so zu machen, wie die anderen es machen. Aber das lässt sich eben kommunikationsmäßig nicht realisieren. Es gibt also jetzt eine Reihenfolge von Überlegungen, die man in vielen Hinsichten, ich werde das gleich an dem Schema erläutern, vielen Hinsichten anders machen könnte. Außerdem will ich versuchen, den Anfang der Vorlesung relativ sparsam mit Begriffserörterungen zu dekorieren und dann bei Bedarf wieder etwas nachzufüllen, damit es nicht so lange dauert, bis man wirklich zum Gegenstand Gesellschaft kommt. Beim Schreiben von Büchern hat man das in gewisser Weise einfacher. Da kann man ein Register machen und dann braucht derjenige, der das Buch benutzen will, gar nicht mehr zu lesen. Er kann bloß nachschlagen. Wenn er einen Begriff sucht, dann sucht er die Stelle und dann liest er dort und später wieder woanders und hat dann eine Art wahlfreien Zugriff auf das Material, ohne mit Seite 1 anzufangen, mit Seite 600 aufzuhören. Aber in einer Vorlesung ist eben das auch unmöglich. Die Vorlesung muss schon irgendeine Art von lineare Struktur austüfteln. Und ich bin mir immer wieder im Zweifel, ob das, was ich nun hier zugrunde lege, die beste Lösung ist. Ich habe früher einmal in ganz anderen Reihenfolgen vorgetragen, fand das aber auch nicht so gut. Und was mir jetzt vorschwebt, haben Sie inzwischen, ich hoffe, dass das bis oben durchgekommen ist, in der Form einer kurzen Übersicht. In einem ersten Teil möchte ich näher darstellen, auf was man sich einlässt, wenn man die Gesellschaft als ein System, als ein soziales System betrachtet. Das ist der Punkt, an dem deutlich werden müsste,
welche Vorteile sich mit Systemtheorie verbinden, teils im interdisziplinären Kontakt mit anderen Anwendungsbereichen von Systemtheorie, also vor allem natürlich Biologie, aber auch Psychologie oder Artificial Intelligence oder was immer. Und zum anderen müsste hier auch deutlich werden, was man ausgrenzt, was man also, wenn man sich für Systemtheorie entscheidet, nicht sehen kann oder nicht an den ersten Platz der Theorie rückt. Das geht dann einerseits um den Menschen, aber andererseits auch um normative Erwartungen, also um Vorstellungen, wie die Gesellschaft besser sein könnte. Das kann zwar alles dann nachher wieder eingeführt werden, aber im Aufbau der Theorie, wenn man es systemtheoretisch macht, ist das nicht die prominente Idee. Das ist beispielsweise einer der Unterschiede zu den Bemühungen von Jürgen Habermas, für den die Vorstellung einer normativ aussagefähigen Rationalität der Gesichtspunkt ist, auf den hin er alle seine Bemühungen konzentriert und von dem aus dann das, was er an Empirie findet, unter anderem auch mit systemtheoretischer Darstellungsweise, dann also kritikwürdig ist, kann diese Idee normativer Rationalität kann man sie wiederfinden in der modernen Gesellschaft oder was wäre zu tun, wenn man das versuchen wollte. Mir sieht das immer so aus, als ob das um eine Idealisierung des Abwesenden geht. Und sobald man in die Realität kommt, wird das alles etwas trüber und nicht mehr normativ so überzeugend. Und ich glaube auch nicht, dass man mit Hilfe von Systemtheorie eine Parallelentwicklung machen können, dass man also mit Hilfe der Systemtheorie zu Ergebnissen kommen kann, die festlegen, wie die Gesellschaft eigentlich sein müsste. Denn das ist eigentlich viel zu leicht zu sagen. Man braucht einfach nur Wunschlisten zusammenzustellen oder negative Erfahrungen zu streichen, um zu Ergebnissen zu kommen, wie wir die Gesellschaft, eine menschliche Gesellschaft oder wie immer, eigentlich haben möchten. Die Systemtheorie hat also nicht in erster Linie diese idealisierende oder normative Idee. Sie ist trotzdem kritisch. Sie versucht trotzdem anzuregen, sich zu überlegen, ob das, was man jetzt beobachten und beschreiben kann, nun eigentlich so sein müsste oder warum es so ist und wo eventuell Bewegungsspielräume sind. Da werden wir verschiedentlich Gelegenheit haben, das etwas genauer zu fassen. Das Problem liegt also nicht allein auf der Frage kritisch oder affirmativ. Das ist Frankfurter Darstellung. Ich meine, dass an jeder Art von Begrifflichkeit jede Art von überlegt platzierten Unterscheidungen auch wieder zur Kritik anregt. Und man muss nur die Möglichkeiten stärker in der Realität verankern als in einer eher utopischen oder eher auf Prinzipien hinlaufenden Darstellungsweise. Der erste Teil ist also, versucht zunächst einmal sich vertraut zu machen mit der Frage, was behauptet wird oder welche Darstellungsweise gewählt wird, wenn wir sagen, die Gesellschaft, ich lasse nochmal ganz offen, was das überhaupt ist, die Gesellschaft sei ein System. Dann kommt ein Teil, den ich als Kommunikation bezeichnet habe. Das hat mit der Systemtheorie selber zu tun, also insbesondere die Platzierung an der zweiten Stelle. Denn ich stelle mir Systeme vor als durch Operationen produziert und reproduziert. Also nicht einfach nur so als Elemente, die miteinander in Beziehung stehen,
vielleicht intern dichter als im Verhältnis zur Umwelt, sondern der entscheidende Vorgang, der zur Systembildung führt und der eine Unterscheidung zwischen System und Umwelt ermöglicht, ist die Operationsweise des Systems. Das ist besonders natürlich in der Biologie und in den neueren biochemischen Theorien deutlich gemacht worden. Aber ich denke, dass es auch zum Beispiel für Bewusstseinstheorien durchgeführt werden könnte, wenn man sich überlegt, was ist eigentlich die Operation, die wir ständig durchführen, um aktuelle Aufmerksamkeit zu reproduzieren. Also in der Wahrnehmung oder im Denken oder in der Fantasie, im Träumen oder wie immer, prozessieren wir Aufmerksamkeit. Und wie würde man die Operation beschreiben, die da stattfindet? Nur so käme man auf eine Systemtheorie. Und im Bereich der Sozialen denke ich mir, dass diese Operation Kommunikation ist. Darin liegen bestimmte Entscheidungen sowohl über den Kommunikationsbegriff als auch über das, was mit der Option Kommunikation als den produktiven Grundvorgang allen Sozialen zu nehmen, ausgeschlossen ist. Also wenn ich Kommunikation sage, sage ich zum Beispiel nicht Handlung und ich sage auch nicht ein Aufmerksamkeitsprozess und ich sage auch nicht Leben zum Beispiel. Und das hat einen bestimmten präzisierenden Effekt, den ich brauche, um diese Gesellschaftstheorie in Gang zu setzen. Ein nächster Abschnitt, der dritte, wird von Evolution handeln. Auch das erfordert eine bestimmte Begrifflichkeit, die wir also zunächst einmal ganz provisorisch mit dem Namen Darwin einführen können. Also eine Begrifflichkeit, die sich prinzipiell gegen Design, gegen Planung, gegen Modellbildung als Voraussetzung des Aufbaus einer komplexen Ordnung wendet und stattdessen Zufallskomponenten einbaut. Sie werden vermutlich wissen, dass es bei Darwin um Selektion, um Variation, Selektion, Stabilität geht, ohne dass dem ein in der Schöpfung selbst zugrunde liegender Text, eine Planung zugrunde läge. Die Evolutionstheorie kann relativ unabhängig von Systemtheorie eingeführt werden, aber die neueren Überlegungen scheinen auf die Verdichtung des Zusammenhangs von Evolutionstheorie und Systemtheorie hinzuführen. Es gibt Parallelüberlegungen, Evolutionstheorie an Spieltheorie zu koppeln. Aber im Moment ist nicht sehr deutlich zu sehen, ob sich Spieltheorie wirklich von Systemtheorie unterscheiden wird, wenn beides unter bestimmten Voraussetzungen ausgearbeitet wird. Denn auch Spiele haben natürlich Grenzen. Auch Spiele haben eigene Strukturen, die auf eigene Operationen bezogen sind. Und je nachdem, wie weit man den Begriff verwendet, gibt es deutliche Parallelen zu systemtheoretischen Überlegungen. Im Moment ist eigentlich nur wichtig, dass Sie sehen, dass an dieser Stelle Evolutionstheorie eine Art Erklärung oder Beschreibung des Aufbaus von komplexen Strukturen eingeführt wird in die Vorlesung, die nicht direkt aus der Systemtheorie abgeleitet werden kann. Obwohl die Systemtheorie die Operationen beschreibt, die das System produzieren und reproduzieren. Aber ich glaube nicht, oder jedenfalls beim gegenwärtigen Stand des Wissens nicht, dass man dem System sozusagen eine immanente Entwicklungstendenz zuschreiben könnte, eine im Anfang oder in den Wesensformen von Systemen liegende Tendenz, sich auszufalten, sich zu bilden, sich komplexer
zu entwickeln. Sondern da muss man, denke ich, eben das evolutionstheoretische Instrumentarium hinzunehmen und dann erst wird die Theorie reich, weil man dann überlegen muss, was es eigentlich ist, was evoluiert. Und ob man sagen kann, Systeme jeder Art evoluieren. Gibt es eine Evolution der Universität Bielefeld oder des Siemens-Konzerns oder irgendeiner Volksschule in irgendeinem Stadtviertel unseres geliebten Bielefeld? Oder wo liegen Grenzen, dass es überhaupt sinnvoll ist, Evolutionstheorie anzuwenden? Ich nenne das jetzt nur vorgreifend, damit Sie ungefähr sehen, was kommt. Der nächste Abschnitt wird Differenzierung heißen. Das ist ein klassisches soziologisches Thema. Die Klassiker, also vor allen Dingen natürlich Durkheim, haben explizit auf Differenzierung abgestellt. Strukturelle Differenzierung der modernen Gesellschaft, weitgehend unter dem Gesichtspunkt von Arbeitsteilung gesehen. Aber auch Autoren, die nicht so explizit Differenzierungstheorien entwickelt haben, wie etwa Max Weber, denken doch sehr stark in unterschiedlichen, dann heißt es Lebensordnung oder Wertbeziehungen und dergleichen und sehen auch die moderne Gesellschaft eher als Gesamtheit von hochdifferenzierten Teilphänomenen. Insofern haben wir ein klassisches Thema und auch hier geht es dann darum, zu sehen, was man zusätzlich gewinnt, wenn man, sagen wir mal, die Arbeitsteilungslehre, die weitgehend auf Basis von Rollen gearbeitet hatte, durch eine Systemtheorie ablöst. Wenn also die Differenzierung der Gesellschaft beschrieben wird als Systemdifferenzierung oder als Reproduktion von Unterschieden zwischen System und Umwelt innerhalb der Gesellschaft und nicht einfach nur als Spezialisierung von Rollen. An dieser Stelle werden vor allen Dingen historische Überlegungen, welcher Differenzierungstyp ist eigentlich für die moderne Gesellschaft bezeichnend und welcher Differenzierungstyp war für die Hochkulturen unserer Vergangenheit kennzeichnend oder wie sind tribale Gesellschaften oder noch ältere Formen von Gesellschaft differenziert gewesen. Das hat wieder komplizierte Zusammenhänge mit Evolutionstheorie. Wie kann eine Differenzierungsform aus einer anderen entstehen, wenn es keine Geschichtslogik gibt, keine Entwicklungslogik, keine dialektische Tendenz zu einem Ende zu kommen, sondern einfach nur plötzliche Umsprünge, plötzliche Diskontinuitäten von einem Typ zu einem anderen. Insofern hängen diese Beispiele oder diese Abschnitte Evolution, Differenzierung eng miteinander zusammen und tragen die Absicht, also auch Geschichte einzubeziehen und die moderne Gesellschaft zu profilieren durch Ausschließung von anderen Differenzierungsformen. Also etwa, sie ist keine Adelsgesellschaft mehr und keine tribale, wenn man vielleicht von Jugoslawien absieht. Der Schlussabschnitt soll nun Semantik oder die Ideenwelt der geschichtlichen und der modernen Gesellschaft einbeziehen. Die Gesellschaft operiert nicht nur einfach, indem faktisch kommuniziert wird, sondern sie bildet auch bewahrenswerte Formen der Kommunikation aus. Man greift auf Bewährtes, auf Begriffe, auf Ideen, auf Wunschvorstellungen, was immer, wieder zurück. Und insbesondere hat die Gesellschaft eine Tendenz, sicherlich nicht jede Gesellschaft, aber sobald Schrift vorhanden ist, auch über sich selber Rechenschaft zu legen. Also etwa einen religiösen Kontext zu benennen, der Sinn gibt.
der beschreibt im Kontext von Mythologien, Schöpfungstheorien, kosmischen Affinitäten und dergleichen, der beschreibt, worum es eigentlich geht im Menschenleben und wo die Konstanten, die Naturkonstanten beispielsweise sind oder der göttliche Wille zum Ausdruck kommt, dass die Dinge so und nicht anders sind. Und auch auf dieser Ebene, also eine Beschreibung der Gesellschaft, die in der Gesellschaft angefertigt wird, werden wir es zu tun haben mit sozialstrukturellen Daten. Das heißt, mein Ehrgeiz ist, hier zu zeigen, dass die Semantik, mit der eine Gesellschaft die Welt beschreibt und mit der sie sich selber beschreibt, mit der sie den Menschen beschreibt, mit der sie Schicksale, auch Unglück, Leid, Unrecht und so weiter verständlich zu machen versucht, dass diese Semantik nicht irgendwie beliebig formuliert wird, dass es kein Artefakt von Philosophen oder Priestern oder Intellektuellen ist, sondern dass Zusammenhänge bestehen zwischen dem, was jeweils plausibel gemacht werden kann und evident ist, einerseits, und den sozialen Strukturen, vor allen Dingen den Differenzierungsformen andererseits. Und hier kommt dann auch nochmals die Frage zum Zuge, ob die Kommunikation eigentlich immer mündlich läuft oder ob sie auch vielleicht sogar primär oder in wichtigen Aspekten schriftliche Form annimmt, also aufbewahrungsfähig ist, dann über Buchdruck leicht verbreitet werden kann. Und vielleicht auch die Idee, ob wir mit der computerbasierten Form des Aufbewahrens von Informationen jetzt auch die Grenzen der kommunikativen Verwendung von Wissen zum Beispiel jetzt zu sprengen beginnen. Das alles ist noch sehr unsicher, aber man sollte die Perspektive im Blick haben, und das wirkt sich natürlich auch auf die Selbstbeschreibung der Gesellschaft aus. Schließlich ist am Schluss wichtig, dass wir die Soziologie und auch die Vorlesung selber einordnen in die in sich selber, müsste man sagen. Denn das, was wir hier tun, ist ja auch Gesellschaft. Und wenn wir an einer Gesellschaftstheorie arbeiten, tragen wir zu einer Selbstbeschreibung der Gesellschaft bei. Und dann sieht man plötzlich, dass es natürlich einen intellektuellen Diskurs gibt, dass es ein Fach Soziologie gibt, dass es Systemtheorie gibt, dass es unsere Vorlesung gibt. Und dann sehen wir plötzlich, wir sind hier in einem Hörsaal und nebenan ist schon wieder was anderes und in der Stadt ist was anderes. Und woanders schießen sich die Leute tot oder spekulieren mit Riesenbeträgen an Börsen. All das findet gleichzeitig auch statt. Und dann haben wir ein bisschen das Gefühl, was tun wir eigentlich jetzt hier? Und wieso machen wir das? Oder wieso bemühen wir uns um ein Verständnis von der Gesellschaft, wenn gleichzeitig an einem Tage 1000 Milliarden Dollar allein an einem Tag für Währungsspekulation ausgegeben wird und wir gar keine Chancen haben, ein bisschen davon selber zu bekommen, sozusagen als Lohn für unsere Mühe. Also dann sieht man plötzlich, dass die Soziologie ganz klein und irgendwo natürlich mit einer eigenen Funktion, mit einer eigenen Ambition, mit eigenem Ehrgeiz und auch mit eigenem Können vielleicht, mit Kriterien, die sie selbst aufstellt, an denen sie sich misst. Aber natürlich, wenn man die Gesellschaft als ein operatives System sieht, wo vieles gleichzeitig geschieht und immer nur das geschieht, was geschieht, bekommt man am Ende eine Art von Kleinoptik, als ob man sich im Mikroskop noch einmal zu sehen bekommt. Gut, das ist die Vorstellung des Plans, damit Sie ungefähr wissen, wie es laufen wird. Ich möchte, das war eine Art Einleitung, eine Art Vorbemerkung. Ich möchte nun
Ich möchte nun versuchen, den Gegenstand der Vorlesung etwas genauer zu umreißen. Vor allen Dingen auch in Beziehung zu dem normalen Studium der Soziologie, zu Themen, die Sie in anderen Vorlesungen bekommen, zu dem, was Sie bisher gesehen, gelernt haben. Ist denn die Gesellschaftstheorie etwas Besonderes? Was ist die Besonderheit, wenn man gleichzeitig noch Veranstaltungen angeboten kommt über die Meinungen der Klassiker oder über Probleme von Großstadtschulen oder über die Versorgung von Asylanten oder über die Schwierigkeiten von Parteien, sich von ihren bisherigen Meinungen zu lösen? Es gibt ja also nahezu beliebig viele Gegenstände, mit denen sich Soziologen beschäftigen. Und ich sehe die Gesellschaftstheorie als einer dieser Gegenstände, also keineswegs als Wiederholung des gesamten soziologischen Wissens auf der Ebene von Interaktion oder von Organisation, von Management, von sozialen Bewegungen und so weiter. Nicht als eine Wiederholung dieses gesamten Wissens, sozusagen mit einer höheren Tonlage und mit abstrakteren Mitteln, sondern ich denke schon, dass man die Gesellschaft begrifflich präzise beschreiben müsste als ein Gegenstand soziologischer Beschäftigung unter anderem. Also wenn Sie Gesellschaftstheorie, wenn Sie sozusagen diese Vorlesung hören und das nacharbeiten und das irgendwie auch ablehnend oder zustimmend zur Kenntnis nehmen, haben Sie noch lange nicht Soziologie studiert. Es ist also ein Spezialunternehmen unter anderem, und dies, obwohl es eine Theorie des umfassenden sozialen Systems ist. Das ist eine Merkwürdigkeit, die man sich vor Augen führen muss. Die Theorie des umfassenden Systems ist noch keine vollständige soziologische Theorie. Man müsste zum Beispiel in der Systemtheorie eine Abstraktionslage darüber hinausgehen und etwa eine Theorie sozialer Systeme schlechthin formulieren. Ein solches Buch habe ich also vor fast 10 Jahren veröffentlicht, Soziale Systeme, wo Gesellschaft eine Rolle spielt, aber natürlich auch von Interaktion oder Organisation die Rede ist und nicht nur eine Gesellschaftstheorie versucht wird. Oder man könnte interaktionstheoretischen, mit sozialphänomenologischen Bemühungen, oder man könnte rein von der Empirie ausgehen und sehen, welche Korrelationen sich halten lassen, wenn man empirisch arbeitet. Und das alles lässt sich nicht ohne weiteres auf Gesellschaftstheorie zurückrechnen. Dieses Problem ist im Übrigen ein ganz altes Problem, was mindestens bei Aristoteles bereits klar ist. Wenn Sie den Einleitungsabsatz der Politik von Aristoteles lesen, dann haben Sie zunächst einmal Aussagen wie alle Menschen streben nach einem Gut, das sie zu verwirklichen versuchen, und sie tun das in Gemeinschaft, das heißt in Abhängigkeit voneinander, und der Ausdruck heißt dann Koinonia, das könnte man jetzt vielleicht mit sozialem System übersetzen. Aber dann gibt es noch ein System, nämlich die politische Gesellschaft oder die Zivilgesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft oder die Bürgergesellschaft, würde man im Moment gerade wieder sagen, die das umfassendste und herrlichste im, kommt, also das ist fast wörtlich, kyriotate heißt es im Griechischen, das heißt also kyrios ist der Herr. Und das Herrlichste ist natürlich das, was dem Herrn zukommt und genügt und was seine Tugend, seine Tüchtigkeit ausmacht. Und diese Gesellschaft ist die umfassende, sie enthält alle anderen, also die Häuser, die Familien, den Handel und so weiter in sich, aber ist zugleich nicht Koinonia schlechthin, sondern Koinonia Politikae. Da
könnte man versinken und sich überlegen, aber ich komme nicht zu einem Ergebnis, was Aristoteles eigentlich gedacht hat, wenn er die umfassende Gesellschaft, die Perfektion der Stadtkultur, der Zivilgesellschaft als die umfassende, die alle anderen enthält, beschreibt und trotzdem dafür einen Begriff hat, der noch ein Adjektiv braucht. Also der abstrakteste Begriff ist nicht zugleich die Beschreibung der umfassenden Gesellschaft. Ich werde auf dieses aristotelische Gedankengut an verschiedenen Stellen nochmal zurückkommen, weil das traditionsprägende Gedankengut gewesen ist, bis ins 18. Jahrhundert hinein. Und weil auch gerade heute wieder sehr viel von Zivilgesellschaft oder Bürgergesellschaft gesprochen wird. Mit etwas unklaren historischen Konturen zwar, aber der Ausdruck ist wieder vor allen Dingen in Amerika jetzt völlig in Zivilgesellschaft mit besonderer Berücksichtigung der Frauen, müsste man sagen, die früher also da in dem Kontext keine Rolle gespielt hatten. Aber was ist eigentlich jetzt diese Zivilgesellschaft im Verhältnis zu dem, was in unserer Vorlesung jetzt als Theorie des umfassenden sozialen Systems vorgestellt werden soll? Die Spezialität dieser Vorlesung ist also das Problem eines Systems, das alle sozialen Kommunikationen einschließt, aber alles andere auch ausschließt. Und wenn wir nun nicht eine Spezialtheorie der sozialen Bewegungen oder der Gewerkschaften oder der industriellen Arbeit und so weiter vorhaben, verlagert sich die Theorieleistung oder der Anspruch der Theorie auf den Ausgrenzungseffekt. Also was ist denn nicht gemeint, wenn von Kommunikation die Rede ist? Oder anders gesagt, wodurch unterscheidet sich dieses umfassende System dadurch, dass es Kommunikation verwendet, von allem anderen? Und das ist der Punkt, um das vorgreifend zu sagen, wo auch einerseits ökologische Fragen hineinkommen. Also was ist eigentlich jetzt das andere, was wir nicht in der Form von Kommunikation in der Hand haben, aber möglicherweise durch Kommunikation beeinflussen können? Oder was die Chancen künftiger Kommunikation reduzieren oder gar vernichten könnte? Was ist also die Umwelt des Systems in dieser Sprache? Und andererseits, da werde ich noch zurückkommen drauf, ist auch der konkrete Mensch, er besteht ja nicht aus Kommunikation, sondern aus lebenden Zellen, Bewusstsein, aus einem Gehirn und aus Hormonsystemen, allen möglichen Sachen, die wir heute sehr relativ gut kennen. Aber man kann natürlich nicht sagen, dass der Mensch aus Kommunikation besteht. Das heißt, er ist nicht Teil der Gesellschaft. Sodass die Gesellschaftstheorie einen wichtigen Aspekt hat, nicht nur die interne Struktur der Gesellschaft zu beschreiben, was da alles so vorkommt und wie das zu erklären ist, sondern auch gerade, wie sich das halten kann gegenüber einer Umwelt, in der so vieles unter anderem gerade spezifisch menschliches Leben, Bewusstsein, aber natürlich auch ökologisches, nicht unter kommunikative Kontrolle zu bringen ist. Also und das ist eine Frage, die uns am Ende dieses Jahrhunderts ja überall beschäftigt, wie ist eine Gesellschaft eigentlich möglich, die offenbar gar keine Verantwortung oder auch keine Kompetenz hat für Dinge, die uns so wichtig sind. Also einerseits uns selber, das Individuum, aber auch natürlich für die ganzen ökologischen Probleme. Sodass wenn man die Frage des umfassenden Systems systemtheoretisch betrachtet, hat man diesen Unterschied von System und Umwelt und sieht deutlicher, als das mit klassischen soziologischen Mitteln gesehen wurde, wie die Stabilität eines solchen Systems auf Ausschließungseffekten beruht.
oder auch die Selbstgefährdung eines solchen Systems. Die Menschen sind nicht mehr zufrieden und die Stratosphäre geht durcheinander und so weiter und so weiter. Die Ausschließungseffekte können eigentlich nicht dadurch kontrolliert werden, dass man darüber redet. Aber etwas anderes kann die Gesellschaft ja gar nicht tun. Und ich denke, dass eine Theorie, die diesen Schnitt zwischen System und Umwelt beleuchtet, das mag dann revidierbar sein als Theorie, vielleicht sind die Mittel ganz falsch und man müsste es anders machen, aber jedenfalls thematisieren wir damit an einer Schnittlinie, an einer Differenz, das, was die Gesellschaft tut, operativ gesehen, was geschieht und was die Folgen in der Umwelt sind oder die Bedingungen weiterer gesellschaftlicher Reproduktion, die aus der Umwelt auf die Gesellschaft zurückschlagen. Wenn Sie traditionelle Gesellschaftstheorie, auch solche soziologischer Art, betrachten, finden Sie dann, dass die Gesellschaft eigentlich immer als ein endogenes Problem, als wie ein Objekt beschrieben wurde, das bestimmte Eigenschaften hat. Und was damit ausgeschlossen war, hat gar nicht interessiert. Das gilt natürlich für die Klassentheorie, marxische Prägung oder überhaupt klassische Prägung. Also die Gesellschaft wurde als ein Verteilungsproblem gesehen. Es gilt aber auch für etwa den Weberschen Begriff der Rationalität, die Frage, welche Form von Rationalität wir eigentlich praktizieren und was wir uns damit einhandeln. Da war wieder auch nur das Innere der Gesellschaft gesehen. Und es ist nicht uninteressant zu sehen, dass man eigentlich dafür gar keinen Gesellschaftsbegriff brauchte. Sie finden das auch bei Durkheim, wenn man die Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt einer moralischen Einheit, einer moralischen oder auch religiösen Integration betrachtet, ist auch wiederum nur die Gesellschaft selbst im Blick. Aber nicht das, was sozusagen auf der anderen Seite noch da ist, die Welt im Übrigen. Und ich denke, dass wir mithilfe systemtheoretischer Analyse diesen Durchbruch, was immer sonst dabei herauskommt, aber diesen Durchbruch können wir eigentlich erzielen, dass wir uns jetzt vorstellen, die Gesellschaft ist eine Differenz. Sie ist eine Differenz. Sie ist nicht nur ein Objekt mit bestimmten Qualitäten, sie ist eine Differenz, die sie selber erzeugt. Wobei auf der einen Seite eben das die innere Seite dieser Differenz, das, was die Gesellschaft tut, wie sie operiert, wie sie beobachtet und so weiter, wie sie kommuniziert, zu sehen ist. Aber auf der anderen Seite ist auch noch etwas. Und die Frage ist, kommt das irgendwie wieder zusammen? Oder wenn wir auf den Schlussabschnitt sehen, kommt eigentlich in der Selbstbeschreibung der Gesellschaft dieser Ausschließungseffekt, diese andere Seite der Grenze irgendwie wieder vor? So können wir das wieder zurück kopieren in die Gesellschaft hinein? Machen wir uns zwar viel Sorgen in der Gesellschaft mit kommunikativen Mitteln über den Menschen, über das Individuum, über die sonstige Umwelt. Der nächste Punkt ist die Frage, was eigentlich in der Soziologie bisher angeboten wird als Theorie der Gesellschaft in diesem anspruchsvollen Sinne. Und ich tendiere, je mehr ich mich in diese Fragen hineindenke, umso mehr zu dem Urteil, eigentlich gar nichts. Es gibt sehr viel gute, brauchbare Forschung, sehr viel Aufwand an Intelligenz und Geld und erfolgreiche Arbeiten. Aber der Platz, der mir jetzt für diese Vorlesung vorschwebt, nämlich eine Theorie, die alles Soziale einschließt und alles andere ausschließt, überhaupt die Theorie eines umfassenden Systems, ist eigentlich nicht besetzt.
Das könnte man auf eine lange Tradition zurückführen, unter anderem auf die Unterscheidung zwischen der politischen Gesellschaft im aristotelischen Sinne, also der Stadt oder dann das Königreich und die über Herrscher und Beherrschte organisierte Einheit, politische Einheit einerseits, und die Häuser, die Haushalte, die Familienverhältnisse auf der anderen Seite. Auch da war die Gesellschaft eigentlich nicht unbedingt das Ganze. Obwohl, wenn man die Literatur sich ansieht, findet man in Traktaten über Politik erstaunliche Sachen, die eigentlich für uns gar nichts mit Politik zu tun haben. Ich erinnere Stellen, wo zum Beispiel gesagt wird, wenn eine Frau ein Kind erwartet, muss sie also es möglichst schonen und möglichst, sie darf nicht niesen, das Kind würde erschrecken. Und es würde nie ein perfekter Mensch entstehen, wenn die Frau zu viel Schnupfen hätte. Und das in einem Traktat über Politik. Ja, das ist also im Kontext von Erziehung, wie erreicht der Mensch natürliche Perfektion. Also völlig andere Art von Begriff, aber auch immer so, dass die Perspektive Politik eigentlich nicht alles erfasst. Und erst recht, ich komme darauf im Schlussabschnitt nochmal zurück und greife hier nur vor, erst recht im 19. Jahrhundert, wenn wir Staat und Gesellschaft unterscheiden oder von kapitalistischer Gesellschaft sprechen und diese Bezeichnungen haben, kommen wir auch wieder auf eine Zweiteilung, und es fehlt ein Begriff für die Einheit. Sodass wir eigentlich gar keine Führung durch eine Tradition genau dieses Themas des umfassenden Systems haben. Und das hat Gründe, auf die ich dann verschiedentlich zurückkommen werde. Im Moment ist es eigentlich nur wichtig, wenn Sie also hier in Ihrem soziologischen Studium sehen, dass es keinen Traditionsplatz für Gesellschaftstheorie gibt. Bei den Klassikern, also in der Zeit um 1900, war Gesellschaft eher ein verpöntes Wort. Weber versucht es zu vermeiden. Durkheim verwendet es, aber in einem sehr spezifischen Sinne. Es gibt die Vorstellung einer Ideologiebelastung. Wenn man von Gesellschaft spricht, verstrickt man sich in die Kapitalismus-Sozialismus-Diskussion des 19. Jahrhunderts oder auch in die Option, gibt es eine staatliche Kontrolle der Gesellschaft oder ist das ein pures Laissez-faire, ein reines Marktgeschehen, das man am besten sich selber überlässt. Und etwas unausgereifte Ideen liefen immer unter diesem Titel Gesellschaft, sodass man am Anfang der Soziologie wegen dieser Ideologiebelastung den Ausdruck lieber vermeiden wollte und eher auf eine Relationentheorie oder eine Theorie sozialer Formen und dergleichen zurückgriff, also auf das, was ich jetzt als Theorie sozialer Systeme mir vorstelle. Aber der Platz oder die Frage nach dem umfassenden Ganzen blieb eigentlich ungefragt. Und diese ideologische Komponente zieht sich also bis weit in dieses Jahrhundert hinein. Also beispielsweise die Diskussion, die ich mit Jürgen Habermas hatte, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, ist unter einem Titel veröffentlicht worden, den Habermas selbst gewählt hat. Und ich habe das geschehen lassen, weil ich dachte, das hat sowieso keine so große Bedeutung. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Also offensichtlich mit ideologischen Vorprägungen, mit bestimmten Erwartungen an eine Theorie der Gesellschaft, die alles Technische, Systemhafte und dergleichen ausklammern sollte. Und das sind natürlich Voreingenommenheiten, die sich selber dann wieder nicht reflektieren. Also einerseits gab es ideologische Barrieren, die entweder pro Gesellschaftstheorie wirkten, wenn man sich darunter eine bestimmte
humane Angelegenheit vorstellen konnte oder gegen Gesellschaftstheorie, wenn man mehr auf der Seite des Staates, der Ordnungsmächte, der sozialen Kontrolle und dergleichen zu Hause war. Es gibt von Tenbruck, einem Tübinger Soziologen, also kritische Bemerkungen zu diesem Versuch, Soziologie als Gesellschaftstheorie vorzuführen. Und die Kritik richtet sich eben darauf, dass wir damit in unkontrollierte Voreingenommenheit geraten. Und eine der Absichten dieser Vorlesung ist natürlich, das zu widerlegen, zu sagen, wir können seriös und mit kontrollierten Vormeinungen oder kontrollierten Begriffsentscheidungen, die vorgeführt werden und kritikfähig sind, können wir Gesellschaftstheorie bearbeiten. Ein weiterer Punkt ist das Nicht-Ausreichen empirischer Methoden für diese Frage und das Nicht-Ausreichen der typisch projektförmigen Forschung. Damit ist nichts gegen die Empirie als Empirie gesagt und auch nichts dagegen, dass man da nicht gute Erkenntnisse und interessante Einsichten gewinnen könnte. Auch nicht, dass man nun das einfach übergehen könnte in der Gesellschaftstheorie, weil das sowieso alles ungesund und artifiziell und kleinkariert oder was immer ist, Fliegenbeinzähler als Ausdruck der Bewegung der 68er Jahre. Ich denke durchaus, dass man also ständig beobachten muss, was da festgestellt wird, schon um das große Schiff der Gesellschaftstheorie nicht auf diese Untiefen und diese Felsen, die nicht sichtbar sind, aber die in der Empirie entdeckt sind, auflaufen zu lassen. Man muss also drumherum schiffen können mit dem Schiff der Gesellschaftstheorie. Man darf sich nicht unnötigen Widerstand aussetzen. Aber das Meer ist ja natürlich groß und die Empirie hat nur bisher einen kleinen Teil dieses Meeres ausgelotet. Ich denke also, im Prinzip ist die Empirie nicht in der Lage, uns die Gesellschaftstheorie zu liefern. Und ich sehe die Distanz, vielleicht schätze ich das ein bisschen falsch ein, aber ich sehe die Distanz als sehr groß an. Ich glaube, dass man auch mit noch mehr Arbeit, mit noch mehr Geldmitteln nie zu einer Theorie der Gesellschaft kommen kann. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits Fragen der Komplexität. Denn also sowohl statistische Analysen als auch Kleingruppenexperimente haben ja entweder große Zahlen gleichförmiger Daten nötig, also können zu starke Verschiedenheiten in ihrem Material nicht mehr verkraften, oder sie brauchen Arbeit mit ganz wenigen Variablen, die sie kontrollieren können. Und man weiß seit 50 Jahren, dass eigentlich das Komplexitätsproblem, das Problem strukturierter Komplexität, dem widerspricht, also mit diesen methodischen Bemühungen nicht erfassbar ist. Da ist viel geschehen, die Sachen sind nicht mehr so wie in den 40er Jahren, aber trotzdem scheint mir das Problem der Komplexität einfach für die empirische Forschung nicht fassbar zu werden. Jedenfalls nicht in dem Umfang, wie wir es brauchen, wenn wir uns nur einen Moment überlegen, was in dieser Stunde alles überall geschieht und was also an fantastischer Vielheit gleichzeitigen füreinander unsichtbaren Geschehens trotzdem real ist und irgendwann einmal Zustände determiniert, die zurückwirken auf das, was wir dann künftig tun können. Also eine unfassbare Komplexität, für die Gesellschaft selbst unfassbare Komplexität als Ausgangspunkt. Ich würde nicht einmal sagen einer Methodenkritik, aber einer realistischen Einschätzung dessen, was man in der Gesellschaftstheorie erreichen könnte, wenn man sich auf empirische Methoden bezieht. Das hat natürlich auch mit den Kosten, mit der Kleinförmigkeit, mit der
Personal-, Versorgungs- und Weiterbeschäftigungsseite der Empirie zu tun. Da muss, ist jemand da, der hat, ist gerade arbeitslos, also muss man ein Projekt machen. Und das dauert 3 Jahre, länger wird es nicht bewilligt und so weiter. Man hat dann diese organisatorischen Constraints und die Forschung ist mehr, als wir sehen, eigentlich durch diese Bedingungen geprägt. Das gilt ganz spektakulär auch für die Biologie und die hat mit Tieren kaum noch etwas zu tun und auch für die Psychologie. Schließlich nochmal in diesem Zusammenhang Gesellschaftstheorie der Soziologie. Mir scheint, dass die öffentlichen Erwartungen oder die wissenschaftlichen Erwartungen an die Disziplin Soziologie bestimmt sind durch Auskunftswünsche oder auch Prognosewünsche, die in der bisherigen Form nicht erfüllt werden. Dass man also, wenn die Soziologie schon das Soziale behandelt, dann auch wissen möchte, was dabei herauskommt. Wir hatten in den 40er, 50er Jahren eine sehr optimistische Einschätzung von zum Beispiel funktionaler Analyse, von Modernisierungsforschung und dergleichen, Entwicklungssoziologie oder auch Politikberatung, Planungssoziologie und dergleichen, Organisationssoziologie, Industriesoziologie, in der Annahme, dass man da große Segmente der gesellschaftlichen Aktivitäten mit Wissen unterfüttern könnte. Und in der Zeit wurde ja auch diese Fakultät gegründet und derzeit ist es zu verdanken, dass sie personalreich ausstaffiert wurde, weil man dachte, das ist alles sehr nützlich. In den 70er Jahren teilweise über die marxistische Kritik laufend, aber die hat das Problem so nicht gestellt, teilweise über Enttäuschungen der Auftraggeber laufend, ist diese Euphorie einer praktisch nützlichen Soziologie sehr stark abgeschwächt worden. Das heißt im Übrigen nicht direkt etwas über die Frage, ob es nicht doch sinnvolle Verwendung von Soziologie gibt im Bereich von Politikunternehmungen. Ich finde sogar, dass das eigentlich der Hauptbereich von Empirie ist, dass man also den Politikern Datenzusammenhänge vor Augen führt, die sie nicht ohne weiteres aus der in der Politik selbst entstehenden Literatur ablesen können. Also wenn es etwa um die Wirkungsweise von Gesetzen geht, die Asylantenprobleme behandeln, müsste man ja enorm viel wissen. Wenn es um Reform des öffentlichen Dienstes geht, müsste man enorm viel wissen. Wenn es um Auswirkungen von Massenmedien auf Erziehung geht, müssen die Schulen mehr als bisher Fernsehen verwenden und müssen da Programme geschaffen werden. Und wie würde sich das auswirken? Würden die überhaupt noch lesen? Das alles sind Bereiche, wo viel weniger geschieht, als methodisch und auch auch konzeptionell möglich wäre. Ich würde also nicht sagen, dass wir Gründe haben, die Möglichkeiten negativ einzuschätzen. Nur ist eben waren die Erwartungen in Bezug auf Gesellschaft so hoch, dass sie weitgehend dann doch so nicht eingelöst wurden. Und das gilt vor allen Dingen für den interdisziplinären Kontext, also für die Einschätzung von Soziologie durch andere Disziplinen. Es gab eine große Rezeptionsbereitschaft soziologischen Wissens in anderen Disziplinen, also etwa im rechtswissenschaftlichen Bereich, dass man die Rechtsformen als Formen mit sozialen Effekten sehen wollte. Was ist ein Vertrag eigentlich, abgesehen von der juristischen Problematik, dass er also ob Bindungen erzeugt und so weiter und unter Umständen aufgelöst werden kann? Was ist der Sinn eines Vertrages oder was ist
das in einer verwaltungsmäßigen Verfügung, Verwaltungsakt und dergleichen. Man könnte also sehr viel soziale Formen im Bereich der Rechtswissenschaft und sehr viel bessere Analysen machen, als es bisher geschieht, gewissen Ausnahmen in Amerika. Aber die Rechtswissenschaft hat mehr und mehr, also speziell auch die amerikanische, die sehr stark auf Soziologie, Social Engineering gesetzt hatte, hat sich sehr stark zurückgezogen. Die beschäftigen sich jetzt mit Neostrukturalismus und sogar mit Autopoiesis und mit Derrida, mit Dekonstruktion. Vollständig unsinnige Vorstellungen. Zum Teil findet man in den Law Schools. Also einfach so als intellektuelle Überbeschäftigung mit bestimmten Themen, abgesehen von den standardisierten Lehrprogrammen, die sie auch abwickeln müssen. Und Ähnliches findet man in vielen Bereichen. Geschichtswissenschaft ist auch wieder ein Fall, wo man, also gerade hier in Bielefeld, die Kooperation mit Soziologen eigentlich zurückentwickelt hat und eher auf eigener Quellenanalyse mit sozialwissenschaftlichen Methoden aufbaut und gegenüber allen Theorieimporten außerordentlich skeptisch ist. Man findet immer Quellen, die man also als Historiker beachtlich findet, wo der Soziologe sagt, wozu das? Mir wurde in einer Rezension, ich hatte ein italienisches Buch aus dem 17. Jahrhundert zitiert, einfach nur um das Zitat zu bringen. Und dann war in einer Rezension in einem historischen Journal zu lesen, dass ich übersehen hätte, dass dieser Mann eigentlich mit diesem Buch eine Erwiderung auf eine Kritik formuliert hat, die vorher an ihm geübt war. Und ich habe dann zurückgefragt, ja, welche Theorie hätte ich denn beweisen können mit der Feststellung, dass dieses Buch eine Erwiderung auf eine Kritik ist, die vorher geübt worden war. Die Historiker haben also ein sehr konkretes, auch natürlich für soziale Zusammenhänge aufgeschlossenes Wissen vor Augen, was aber soziologische Theorie eigentlich eher abstößt. Und so weiter. Man könnte das durchführen. Literaturgeschichte ist auch so ein Fall. Und der Eindruck ist, dass man die Bereitschaft, soziologische Forschung zur Kenntnis zu nehmen, in anderen Disziplinen außerordentlich rückentwickelt findet. Und inzwischen ist auch die Klage in der Soziologie deutlich. Wir hatten neulich eine Diskussion mit Habermas in New York und vor allen Dingen vor 2 Wochen, und er hatte abends einen Vortrag gehalten und wurde eingeführt von Alan Wolf, das ist der Dekan der New School for Social Research, Graduate Faculty, mit einer sehr skeptischen Darstellung der Soziologie als Soziologe. Niemand beachtet sie mehr, niemand liest sie mehr, niemand nimmt uns zur Kenntnis. Und nun haben wir aber doch Habermas. Da ist Hoffnung, dass nun doch wieder ein theoretischer Impuls zu sehen ist, der also die Soziologie wieder in die Felder einführt, in denen sie eigentlich zu Hause ist, große Mitwirkung an allen möglichen interdisziplinären Forschungskontexten. Ich denke nun, dass diese Skepsis oder dieser Rückzug aus einem Interesse an Soziologie in anderen Disziplinen auch mit unserem Thema zu tun hat, also auch damit zu tun hat, dass die Erwartungen eigentlich auf Gesellschaftstheorie gehen. Man möchte eine wissenschaftlich zuverlässige Beschreibung der modernen Gesellschaft haben. Und man stellt immer wieder fest, dass die Soziologie das nicht liefert. Normalerweise werden die Erwartungen auf Prognosen bezogen, und dann wird, in Rezensionen des Düsseldorfer Soziologentags unter anderem zu lesen, wird gesagt, also die Soziologie hat nichts vorausgesehen, weder die Jugendbewegung noch die Ökologiebewegung.
weder den Feminismus noch den Zusammenbruch des Sozialismus. Alles kam für sie als Überraschung. Sie hat sich offenbar eingesponnen in ihre eigene Methodik, in ihre eigene Datenanalyse, in ihre eigenen Theoriegeschichten, die sie immer wieder neu erzählt. An den Klassikern werden wieder Briefe entdeckt, die das, was sie geschrieben haben, ein neues Licht setzen. Da werden Aufsätze publiziert, die werden wieder kritisiert, weil andere Briefe dagegen sprechen. Und also dieses Abdagen des letzten Fleisches an den alten Knochen. Und stattdessen ist die, da läuft die Realität läuft ganz einfach weg. Niemand hat wirklich zum Beispiel als Soziologe, das liegt natürlich zum Teil an der Unfähigkeit, wirtschaftliche Zusammenhänge zu erfassen, niemand hat gesehen, in welchem Umfange wirtschaftliche Rationalität von den internationalen Finanzmärkten abhängt. Und wenn da kein Zugang ist oder die Bereitschaft, weitere Kredite zu geben, nicht mehr gewährleistet ist, dann ist einfach das Rationalitätsniveau der normalen ökonomischen Produktionsinvestitionen nicht mehr gesichert und dann hängt alles von Politik ab und geht entsprechend einen problematischen Weg. Also solche Sachen hätten. Und die Kybernetik hat in der Tat in den 70er Jahren gesagt, es gibt keine Wirtschaftsordnung, die sich vom internationalen Finanzmarkt abkoppeln kann. Das kann nicht gut gehen. So kleine Bemerkungen von irgendwie so Weisheit versprühenden Kybernetikern, die aber auch nicht weiter substantiiert sind. Aber ein Soziologe hätte das eigentlich ja vielleicht sehen können. Aber es fehlt dann eine Theorie zum Beispiel des wirtschaftlichen Operierens im Verhältnis zur Politik und das heißt weitgehend eben eine Gesellschaftstheorie. Ich will gerade mit dieser Vorlesung überhaupt nicht auf Prognosefähigkeit hinaus. Das ist eine schwierige Sache und also ich habe diesen Ehrgeiz nicht vorauszusehen, was im nächsten Jahrhundert geschieht, aber die Beschreibung kann natürlich verdichtet werden, sodass wir, wenn wir Sachverhalte wahrnehmen, auf bekannte Begrifflichkeiten und auf schon einigermaßen transparente Zusammenhänge stoßen. Also beispielsweise die Frage, wie verortet man eigentlich den Staat, den modernen Staat, in der Phase seines Zerfalls? Entweder werden größere Einheiten gebildet, wie in Europa versuchsweise, oder es zerfällt in Ethnien, die allein politisch nicht lebensfähig sind, wirtschaftlich sowieso nicht. Und die internationalen Organisationen nahmen gleichzeitig die Tendenz, immer mehr Direktiven, imperative Wünsche, Kommunikation an Staaten zu adressieren, an wen denn auch sonst. Wie hält sich in der modernen Gesellschaft die Organisationsform Staat zur Politik? Solche Fragen würden eine weltgesellschaftstheoretische Perspektive voraussetzen. Und bevor man sie nicht stellt, kann man eigentlich auch gar nicht sich nicht wundern, wenn man überrascht ist durch das, was man jetzt im Ex-Sowjetreich oder in Jugoslawien oder in Schwarzafrika oder sonst wo erlebt. Also nicht so sehr Prognoseansprüche als vielmehr Beschreibungsformen, komplizierte Begrifflichkeiten, Interdependenzen, die auf politische Erfahrungen, auf Entwicklungen reagieren können, dass man also sieht oder beschreiben kann, wenn etwas Neues geschieht, auch wenn man es nicht vorausgesehen hat. Was Prognose nicht prinzipiell ausschließen soll, aber das wird dann zu einer Frage der Beschränktheit der Einflussparameter in bestimmten Situationen. Dies war nun eine relativ lockere Darstellung. Ich habe noch etwas Zeit, ich möchte eine etwas weitergehende Analyse vorschlagen, immer noch in der Frage,
Was hat uns gehindert oder was macht es schwierig, sich eine soziologische Gesellschaftstheorie vorzustellen? Und ich möchte dem einen Begriff zugrunde legen, den Gaston Bachelard, ein französischer Wissenschaftstheoretiker, Wissenschaftshistoriker, auch Wissenschaftsphilosoph, könnte man vielleicht sagen, entwickelt hat, und zwar den Begriff der Obstacle Epistemologique, also der Erkenntnishindernis, ist, glaube ich, die normale deutsche Übersetzung. Es gibt Erkenntnisblockierung geschichtlicher Art, Fragestellungen, die nicht mehr adäquat sind, oder auch ein Registrieren vergangener Erkenntnisleistungen auf einem Niveau, das inzwischen durch die Forschung unterlaufen ist und unterlaufen werden könnte. Also ein Beispiel ist, dass die Chemie große Mühe hatte, lange Zeit sich von der Vorstellung zu trennen, dass teure Materialien wie Gold andere Eigenschaften haben als billige, wie Eisen. Nun wissen wir heute, dass das nicht funktioniert, aber dass eine solche Chemie nicht entwickelt werden kann. Aber wenn man den Wert der Materialien als Faktor in chemischen Zusammenhängen berücksichtigen will, dann sieht man, so sehr der Wert natürlich interessant ist, wir haben lieber Gold als Eisen, aber jedenfalls in vielen Zusammenhängen, aber chemisch bringt das nichts. Und mit solchen Beispielen ist dieser Begriff der Erkenntnishindernisse eingeführt worden. Er bezeichnet also ehemalige Erfolge oder ein ehemaliges Wissen, vorwissenschaftlicher, aber auch wissenschaftlicher Art. Also die euklidische Geometrie ist ein anderes Beispiel. Man hat jetzt nicht euklidische Geometrien, für viele Zwecke braucht man die und nicht mehr die euklidische. Aber trotzdem in der Schule ohne Euklid scheint es nicht zu gehen. Sodass also eine gewisse, dass man ständig Wissen nochmal aufnimmt, lernt, zur Darstellung verwendet, dass man nachher wieder abhängen muss, wieder verlernen muss oder wieder relativieren muss. Und ich denke, dass man mit diesem Begriff der Erkenntnishindernisse die Schwierigkeiten, zu einer soziologischen Gesellschaftstheorie zu kommen, auf eine etwas sorgfältigeren Art und Weise, also auf einer sorgfältig gewählten Ebene auch, reformulieren kann, besser als ich das jetzt im ersten Anlauf getan habe. Und ich möchte mich auf drei Gesichtspunkte beschränken. Der erste ist die Annahme, eine Gesellschaft bestehe aus Menschen. Zunächst einmal, die ganze Tradition hat ja so gedacht. Der Mensch ist sozusagen das kleinste Element, dann gibt es Beziehungen zwischen Menschen, einfache Beziehung, Mann und Frau, Vater und Kind, Herr und Knecht, dann zusammengefasst zu einer Familie oder einem Haus. Die Häuser werden zusammengefasst zu einem Stadtviertel, die Stadtviertel zu einer Stadt, die Stadt zu einem Regnum, einem Königreich, und eventuell gibt es nur ein Imperium, ein Kaiserreich, das Reich überhaupt, oder die Kirche als umfassende Organisation ohne präzise Grenzvorstellungen. Aber der Mensch ist sozusagen das Element des Systems, und Kenntnisse über den Menschen, über seine Natur wirken sich in der sozialen Ordnung aus. Ich komme in der Geschichte von Selbstbeschreibung auf diese Frage zurück. Im Moment ist also nur wichtig zu sehen, dass wir eine lange, ich nenne das dann immer alteuropäische Tradition haben, die davon ausgeht, dass die Gesellschaft, alles Soziale aus Menschen besteht. Und das Leben des Menschen in gewisser Weise die Quelle des Bedarfs, auch der Legitimation sozialer Ordnung sein würde. Das ist, wird nie wirklich mehr durchgehalten. Schon die Psychologie, aber natürlich auch die Biologie
schließen ja aus, dass man die Operationen, die da erforscht werden, als soziale Operationen beschreibt. Wenn eine Zelle verloren geht, durch eine andere ersetzt wird, ist das also kein sozialer Vorgang in unserem Verständnis. Und je detaillierter Biologie und Psychologie forschen, umso mehr kann man einerseits natürlich feststellen, dass soziale Sachverhalte sich auswirken. Also die moderne Neurophysiologie ist sehr wichtig für alle möglichen psycholytischen, sagt man, Forschungen, also vom Schamanenphänomen bis zur Meditation oder zu Mescalin und LSD und Derivaten. Also man würde natürlich mit der Genauigkeit, mit der man biologische Tatsachen zur Kenntnis nimmt, nicht die Möglichkeit verlieren, soziale Einwirkungen auf biologische Tatbestände zu registrieren. Im Gegenteil, man würde sie gerade gewinnen. Und gerade in den letzten 10 Jahren neurophysiologischer Forschung zeigt sich, wie viel man eigentlich sowohl für die Medizin als auch für alle möglichen, sagen wir mal, psychotherapeutischen Ansätze aus der Biologie gewinnen kann. Es hat also mit dieser Frage nichts zu tun, aber andererseits würden wir natürlich überhaupt keine Theorie des Sozialen zustande bringen, wenn wir in diese Theorie all das einbeziehen müssten, was in der Zelle als Austausch von Makromolekülen oder im Organismus als Austausch von Zellen vor sich geht. Sodass wir eigentlich schon gezwungen sind, uns zu überlegen, wo denn eigentlich die Grenze zwischen Leben und Leben in diesem biochemischen, biologischen Sinne und Sozialität zu ziehen ist. Und das schließt es wirklich aus, zu sagen, die Gesellschaft bestehe substanziell aus Menschen. Die Soziologie hat das eigentlich auch seit langem registriert, hat aber sozusagen Vorbehaltsbegriffe eingebaut. Man wollte den Menschen nicht endgültig loswerden. Man hat zumindest über 2 Begriffe versucht, ihn wieder einzubeziehen, weil eines der führenden Interesse, das überhaupt zur Konstitution des Faches geführt hat, war natürlich das Verhältnis von Gesellschaft und Individuum. Und was ist nun ein Individuum, wenn man die Frage stellt, wie die Beziehungen von Individuum und Gesellschaft geordnet sind oder geordnet sein sollten? Und es gab in diesem Kontext oder gibt auch noch mindestens 2 Kompromissvorstellungen. Einerseits der Begriff der Rolle. Das war vor allen Dingen für Talcott Parsons in den 40er und 50er Jahren wichtig, wo wichtige Teile seiner Gesellschafts- und seiner Sozialtheorie, seiner Handlungstheorie über den Begriff der Rolle formuliert waren. Rolle sozusagen als Scharnier zwischen Individuum und Gesellschaft. Die Person trägt als Person, das Individuum, als Leben etwas zum Handeln bei. Also das ist ja auch klar, ohne wenn keine Menschen da würden, würde auch niemand handeln können. Es gibt noch einen Filtermechanismus, der also über den Rollenkonstrukt verstanden werden kann, dass also der Mensch eine Rolle oder erwartbaren Verhaltensmustern genügen muss, damit überhaupt erkannt wird und Resonanz findet, was er zur Sozialordnung beiträgt, sei es konform, sei es deviant. Konformität, Abweichung, wird beides über den Rollenbegriff gefiltert. Das war zum Beispiel eine der großen Bemühungen, das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft mit einer soziologischen Begrifflichkeit zu klären, die das Individuum nicht einfach ausschloss, sondern eine Art von Selektionsmechanismus, eine Art von Institutionalisierung von Erwartungen beschrieben hat, die dem Rechnung trugen.
Heute ist das eher verklungene Musik, aber in gewisser Weise ist die Handlungstheorie immer noch der Punkt, auf den sich Kollegen, Soziologen stützen, die den Menschen nicht einfach, wie es ihnen scheint, aufgeben wollen. Sie sagen dann, irgendwie, wenn gehandelt werden soll, muss doch jemand da sein, der das tut. Es ist ja ganz unvorstellbar, dass eine soziale Ordnung ohne Menschen zustande käme und der Platz, wo Menschen berücksichtigt sind, ist eben über den Begriff der Handlung definiert. Das würde auch der Parsonschen Theorie entsprechen, die sich vorstellt, dass Handlung zustande kommt, wenn ein Verhaltensorganismus da ist, wenn eine Persönlichkeit da ist, Personality, wenn eine soziale Ordnung da ist und eine Kultur da ist. Da ist also versucht, in einer grandiosen Art noch einmal alle diese Komponenten zusammenzuführen, die, von denen keine fehlen darf, wenn Handel gehandelt werden soll, wenn Handlung zustande kommen soll. Das sind also Muster, die in der Systemtheorie jetzt aufgelöst werden durch die Unterscheidung von System und Umwelt, indem man einfach sagt, psychisches und lebendes, biochemisches, neurophysiologisches und so weiter ist Teil der Umwelt an der Gesellschaft. Und es ist selbstverständlich, dass ohne die Umwelt kein System existieren würde. System und Umwelt ist immer eine konzeptuelle Einheit, die als Differenz beschrieben wird. Aber es ist ja klar, dass ohne Bewusstsein keine Kommunikation stattfände, ohne Menschen kein Handeln und so weiter. Nur liegt das auf derselben Ebene, wie man sagen würde, ohne eine einigermaßen gut klimatisierte Atmosphäre würde kein Mensch leben und wenn die Anziehungskraft der Erde sich verzehnfachen oder auf ein Viertel reduzieren würde, würden wir also mit unserer Muskulatur nicht mehr zurechtkommen und es würde einiges durcheinander geraten und wir hätten Mühe, eine Sozialordnung oder überhaupt Leben zu halten. Die Knochen würden brechen, wenn wir keinen normalen Magnetismus hätten, würden nicht wieder heilen und so weiter und so weiter. Also diese Abhängigkeitskette könnte bis in die Physik hinein, wenn die Atome nicht relativ stabil wären und so weiter, würde man auch natürlich keine soziale Ordnung haben können, sodass also aus der bloßen Abhängigkeit gar nichts folgt für die Bedingungen der Möglichkeit sozialer Ordnung. Und gerade wenn man den Menschen als Individuum ernst nimmt, wenn man also immer wenn von dem Menschen die Rede ist, sagen, gib mir die Adresse, wie alt ist er, Mann oder Frau, wo wohnt er und so weiter oder sie. Wenn man also den Menschen als Individuum ernst nimmt, hat man eine solche Fülle von Faktizitäten, die einfach in die soziale Ordnung so nicht mehr einfügbar sind. Aber diese Frage, wo bleibt der Mensch, ist immer noch eine Leitfrage auch des Widerstandes gegen Systemtheorie. Und es wird ein Teil dieses ersten, eine Aufgabe des ersten Teils sein, darüber etwas Genaueres zu sagen. Ich habe jetzt noch zwei andere Obstakel Epistemologik, die ich aber jetzt nicht mehr in dieser Stunde nicht mehr behandeln kann. Das eine ist, die Gesellschaft hat regionale Grenzen. Brasilien ist eine andere Gesellschaft als Argentinien, Thailand eine andere als Uruguay, Deutschland offenbar vor der Wiedervereinigung eine andere als nachher, Österreich war mal einige Zeit Teil der deutschen Gesellschaft, dann wieder nicht mehr. Oder wie soll man die Regionalisierung von Gesellschaft eigentlich verstehen? Und trotzdem gibt es erhebliche Widerstände. Sie finden das Wort Gesellschaften eigentlich immer im Plural, so als ob es viele Gesellschaften gäbe. Aber es ist eigentlich nie wirklich artikuliert,
wie eigentlich die Mehrheit dieser Gesellschaften je als Einzelne dann als Gesellschaft zu begreifen sind. Und schließlich gibt es erkenntnistheoretische Probleme. Man, als Soziologe denkt man normalerweise, dass die Gesellschaft ein Objekt ist, das erforscht werden kann, und man ist sozusagen außerhalb des Objekts. Man sieht als Subjekt, als Forschergemeinschaft vielleicht, das Objekt und versucht nun zu erkennen, um was es sich da handelt. Während natürlich, und das war ja ein Punkt, den ich vorher schon mal eingebracht hatte, alles erkennen nur über Kommunikation aufgebaut und soziale Resonanz haben kann. Das ist ja nicht der reine dunkle Zustand des eigenen Bewusstseins, sondern es ist Kommunikation als Mittel, Erkenntnis zu präzisieren, zu formulieren, Akzeptanz oder Verwerfung auszusetzen und so weiter. Sodass das Subjekt eigentlich gar nicht rausgezogen werden kann aus der Erkenntnis der Gesellschaft. Wir können natürlich sagen, wir sind nicht Mitglieder einer Kirche und haben deswegen einen gewissen unabhängigen Stand, wenn wir über Kirchen forschen. Wir sind nicht religiös, also können wir umso besser über Religion forschen. Oder wir sind nicht Mitglied einer Gewerkschaftsbewegung, umso mehr wundern wir uns über die Gewerkschaften. Bei Gesellschaft geht das eben nicht mehr. Wir können ja nicht sagen, wir beteiligen uns nicht an sozialen Operationen irgendwelcher Art und deshalb sind wir in der Lage, sie zu erkennen. So dass die ganze klassische Subjekt-Objekt-Differenz kollabiert. Ich nenne das jetzt nur noch so als Vorgriff auf die nächste Stunde.